So, ja, jetzt bin ich etwas unter Zeitdruck, aber ich denke, das ist ganz gut, weil ich muss ja sowieso üben, ein bisschen schneller das Ganze hier zu machen. Damit es nicht immer so langatmig wird und die Leute alle schon wegschalten. Also gut, wir haben gespielt. Wir haben das eine Woche vorher gespielt. Ich habe gesehen, jetzt die Ergebnisse sind schon online, also denke ich, kann ich das Spiel auch kommentieren. Ja, wir haben schottisch gespielt, allerdings mit Zugumstellung. Das ist Nimzowitsch-Verteidigung. Ich habe irgendwie zwei, drei Partien online gespielt. Ich habe dann gesehen, man hätte hier eigentlich D5 spielen sollen, D4 spielen müssen, wenn man darauf eingehen möchte. Aber wenn man dann einfach Springer F3 spielt, sagt die Theorie, dann ist es so relativ am besten, wenn er auch E5 macht. Er kann wohl noch umschwenken hier in Alechin-Verteidigung. Alechin, egal wie auch immer. Aber muss ja auch nicht sein. Und da dachte ich mir, okay, dann mache ich dieses Springer F3 ruhig. Ich habe mich da sehr, sehr wenig mit beschäftigt. Ich habe nur mich schon ein bisschen damit beschäftigt vorher, weil ich ja tatsächlich das zwei Online-Partien oder so gespielt habe oder drei. Ich hatte da einen Gegner, ich habe den öfter herausgefordert als einmal. Und dadurch haben wir das dann gleich hintereinander ein paar Mal gespielt und fand ich kompliziert, obwohl ich denke, eigentlich so richtig viel von dem Zug halte ich nicht, dass Springer C6 hier rauszuspielen. Es ist ja auch keine wirkliche Bedrohung und ja, das hier ist ja eigentlich einfach diese Umleitung ins ganz normale. Okay, wir sind dann also hier in meinem Schottisch. Ja, das ist wunderschön. Dann freue ich mich immer. Hier geht es natürlich noch so weiter. Und jetzt kam aber sofort die erste Abweichung, wo ich nicht drauf vorbereitet war. Springer E5. Ihr wisst ja vielleicht, also eigentlich erwarte ich hier zum Beispiel Springer F6, worauf ich dann den Springer schlage. Oder ich erwarte Läufer C5, worauf ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, meistens den Springer schlage. Man kann aber auch, und die Theorie habe ich, das habe ich als Theorie auf jeden Fall gelernt, man kann auch den Läufer hier spielen. Ich spiele das zu selten in der Theorie. Zu selten in der Praxis. Ich glaube, fast Läufer ist etwas besser. Aber in der Praxis fällt mir dann das manchmal nicht ein. Und dann schlage ich da einfach, weil ich ja da dauernd schlage. Okay, und dann, ja, was kann es noch geben? Das hier habe ich euch schon gezeigt, kommt ganz oft, der schottische Stier. Das gibt es ja ein Video und ja, gestern habe ich ein bisschen Endspieltheorie gemacht auf dem Jugendschachturnier und dann habe ich gehört, wie sich Leute über die schottische Partie unterhalten haben. Und da wurde mir nochmal gesagt, man kann natürlich als Schwarzer auch hier Dame H4 spielen. Ja, kann man machen. Ich habe dazu ein Video gemacht, wie ich dagegen spielen musste. Das ist aber, glaube ich, schon 2 Jahre alt. Ich werde es euch vielleicht verlinken. Okay, wenn es stimmt, ich habe es jetzt nicht überprüft, dann heißt das Steinitz-Variante. Die Namen sind ja gar nicht so wichtig. Also wichtiger ist, dass man die Züge im Kopf hat, ne? Okay, hier die erste Abweichung. Habe ich erstmal gedacht, okay, machst du ganz normale Züge. Habe ich mich hier weiterentwickelt. Man hätte hier gleich auf Attacke gehen können und F4. Ich spiele aber den F4 gar nicht so gerne, weil ja, ist so ein bisschen was Psychologisches. Man hat hier dieses Loch. Und die Königssicherheit und ob das gut geht. Und was, wenn die Dame hier reinkommt?
Okay, das sieht das eigentlich ganz gut aus. Ist jetzt keine echte Drohung. Aber ja, es wird ja grundsätzlich davon abgeraten. Ich weiß, ich habe viel darüber nachgedacht, aber nicht an dieser Stelle, sondern einen Zug später habe ich während der Partie darüber viel nachgedacht. Also, wie gesagt, ich habe meinen Springer entwickelt. Auch ein ganz guter Zug und irgendwann ist der sowieso unnötig. Ja. Jetzt hat er D6 gemacht. Er spielt so ein bisschen langsam weiter. Jetzt habe ich, wie gesagt, über F4 nachgedacht. Der wäre auch etwas besser gewesen. Ich habe aber letztendlich Läufer F4 gespielt. Meine Idee war einmal, dass ich den F4 ja gar nicht so gerne spiele. Wegen dem Loch habe ich eben erklärt. Darum war ich mir da so unsicher. Und der nächste Nachteil ist, es ist ein Bauernzug. Und soll ich jetzt wirklich noch einen Bauernzug machen? Dann habe ich doch lieber meinen Läufer entwickelt und kann dann bald lang rochieren. Jetzt muss nur noch die Dame da raus. Ja, das war meine Idee. Und er steht auch immer noch gut für Weiß. So, ja, er zieht den Springer weg. Bedroht natürlich meinen Läufer. Jetzt muss ich meinen Läufer auch nochmal ziehen. Läufer G3. Zieht er den anderen Springer raus? Ich weiß, das gibt es auch im Spanisch, dass die Springer so nebeneinander stehen. Ich muss mich ein bisschen damit beschäftigen. Im Spanischen werden die oft so umgruppiert. Ich habe es noch nie so ganz verstanden, weil ich immer denke, das kostet doch enorm viel Zeit. Aber mir ist aufgefallen, so dieses doppelte Springerrad scheint auch recht mächtig zu sein, wenn man überlegt, welche Felder die alle kontrollieren. Das ist schon da, bildet sich so ein Ring des Todes um die Springer herum. Ich muss mich damit beschäftigen, wie man dagegen vorgeht und vielleicht spiele ich es dann selbst irgendwann mal. So, ich habe mich einfach weiterentwickelt. Läufer C4. Und er hat Läufer E7 gemacht. Ja, Schwarz möchte zumindest kurz rochieren, möglichst bald. Ist ja auch verständlich, dass er sich jetzt darum kümmert. Dafür ist ja die Entwicklung da und die Springer schützen seinen König dann auch gut. Wahrscheinlich kann man dann sagen, dann ist nicht so schlimm, dass er ein bisschen mehr Zeit verbraucht hat. Jetzt steht der König sicher, da kann er sich um seinen Damenflügel noch etwas mehr kümmern. Ja, und ich habe das auch genauso gesehen. Ich habe gedacht, wenn du jetzt nicht aufpasst, passiert es dir wieder, dass ja, dir diese ganze aufgesammelte Zeit in der Eröffnung wegläuft. Und sich einfach verflüchtigt. Und darum habe ich jetzt irgendwas gesucht, um anzugreifen. Das war nicht so gut. Springer F5. Ich wollte hier auf Attacke gehen. Aber das ist im Prinzip genau falsch rum gedacht, weil, ja, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel jetzt den Läufer abtausche? Ich helfe ihm, dass sich seine Dame entwickeln kann. Und stattdessen sind die Engines sich auch nicht ganz sicher, was man spielen soll. Entweder kurze Rochade und er rochiert auch kurz. Oder man möchte, so wie ich das ja schon gesagt habe, wie ich es angefangen bin, das hätte ich dann wahrscheinlich bevorzugt, Dame E2, dann kommt kurze Rochade und lange Rochade. Dann hat man zumindest auch die Entwicklung abgeschlossen. Wobei ich halt gesehen habe, was ihr vielleicht auch seht, jetzt muss er noch den Läufer rausziehen und dann ist seine Entwicklung ja auch abgeschlossen. Also da scheint sich dieser Zeitvorteil verflüchtigt zu haben. Ja, darum habe ich hier dieses aggressive Springer F5 versucht.
was jetzt noch nicht sehr viel schlechter war, aber ich habe dadurch ein bisschen was verloren. So, ja, gucken wir einfach mal weiter. Der war auch nicht besonders gut. Ich glaube, jetzt ist ausgeglichene Stellung, weil die Dame da nicht so besonders steht und angreifbar ist. Ja. Läufer E6. Ja, jetzt ist so eine Lawine des Abtauschens. Im Prinzip muss ich sagen, wollte ich das so. Ich spiele ja schottisch, weil ich gerne viel abtausche. So, im Detail hätte man vielleicht in einer anderen Reihenfolge abtauschen können sollen, weiß ich nicht. Ich lasse das erstmal ein bisschen durchlaufen hier. Jetzt rochiere ich lang. Dann geht es hier weiter mit Abtauschen. Der war, also ich denke, der war stark. Also zumindest habe ich mich erstmal erschrocken. Einen Abzug auf meine Dame, gleichzeitig den Springer angreifen. Also hier Abzug auf meine Dame, gleichzeitig hier den Springer angreifen mit Optionen hierauf. Huiuiuiui. Naja, da musste ich mir erstmal was ausdenken. Das habe ich dann aber auch gemacht. Ich habe den Springer rausgenommen und gesagt, oder gedacht, man spricht ja beim Schach nicht. Tja, jetzt ist deine Dame aber auch angegriffen. So. Dann hat er den Springer rausgenommen. Und dann habe ich die Dame weggezogen. Wir sind jetzt vom Material gleich, also kann ich ja nochmal anzeigen. Habe ich mir damit nur, um zu gucken, ob ich mich nicht verrechnet habe. Genau, wir sind gleich, aber ich habe einen Läufer und er hat einen Springer. Was ich nicht so toll fand. Eigentlich versuche ich abzutauschen und ja, vom Material dann auch gleich zu stehen. Tatsächlich gleiche Figurenverteilung. Ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, wie ich jetzt weiter vorgehen muss. Das Einzige, was ich so gedacht habe, ist, okay, also das ist jetzt keine typische Situation für starker Springer, schwacher Läufer. Weil im Zentrum sind kaum noch Bauern. Das ist irgendwie, man sieht, der Läufer wird Platz haben zu agieren. Ja, wir tauschen noch ein bisschen ab. Er schlägt hier rein. Ich schlage hier rein, um den Bauern zurückzubekommen und die Damen abzutauschen. Ja, wie ich eben gesagt habe, spätestens jetzt ist das Zentrum ja frei und der Läufer ist frei. Das einzige Problem, was der Läufer hat, und darum hätte ich mich kümmern müssen, seine eigenen Figuren blockieren ihn. Wobei ich ja mehr gedacht habe, lass uns den Läufer ruhig abtauschen, mir ist das egal, ich fühle mich nicht so wohl einfach mit der Situation, dass unser Material verschieden ist. Naja, Springer E7 greift den Turm an, ich ziehe den Turm weg auf D2. Wenn ich mich richtig entsinne, wäre hier etwas besser gewesen. Ich habe über beide Züge nachgedacht. Beide scheinen Sinn zu machen. Ich habe dann aber gedacht, wenn ich den Läufer wegziehen müsste, ist vielleicht F2 ungedeckt. F2, das ist hier. Also ich muss den Läufer wegziehen, möglicherweise irgendwie. Ja, wo will der überhaupt hin? Jetzt merkt man nochmal, wie schwach das hier alles ist. Oder sagen wir so, wir tauschen den Läufer ab. Das wird meine Idee gewesen sein. Was dann? Dann kann der Turm. Ach, jetzt ist das euer Ernst. Kann der Turm hier angreifen.
Und der ist vielleicht ungedeckt. Ich möchte ja wahrscheinlich, habe ich mir so gedacht damals, H3 mit H3 zurücknehmen, um den Randbauern loszuwerden. Und dann habe ich hier auch noch eine offene Linie auf die Königsstellung. Ach, das sind schon wieder viel zu viele Pfeile. Und ja. Schauen wir mal ein bisschen weiter, wie es jetzt so weitergeht. Wir tauschen im Prinzip einfach weiter ab. Wenn wir nicht sofort abtauschen, dann ist der Grund, dass wir versuchen, noch die Stellung zu verbessern. Ja, hier hätte ich F3 spielen sollen. Das hätte einfach verhindert, dass ich den Bauern verliere, wie ich ihn gleich verlieren werde. Was dann zum Verlust der Partie geführt hat. Ja, bis hierhin stand es tatsächlich jetzt, glaube, unentschieden und mit F3 wäre es unentschieden geblieben. Ah nein, das ist, kommt ein bisschen später. Hier stand ich vielleicht sogar noch leicht besser. Ja. Ich habe Turm E8 da reingespielt. Springer hat jetzt geschlagen und jetzt habe ich hier geschlagen. Und richtig wäre gewesen, jetzt zuerst den Springer zu nehmen und dann hier diesen ganzen Abtausch vorzunehmen. Fragt mich nicht warum. Variantenberechnung, ihr werdet das kennen. Ich war davon überzeugt, dass ich zwar hier rausnehmen kann, aber dass er dann irgendwie mit dem Turm sofort ziehen kann. Was ja nicht stimmt. Also doch, er zieht ja mit dem Turm, er zieht mir ja hin, um das Schach aufzuhalten, aber ich habe das Schach nicht gesehen. Ja, schade. Habe ich falsch berechnet, sonst hätte ich es vielleicht so gemacht, weil so wollte ich es im Prinzip haben. Auch wenn ich jetzt immer noch den dämlichen Doppelbauern habe. Mit dem Doppelbauer habe ich mir gedacht, komme ich klar. Das Problem wird ja sein, so wie ich es gespielt habe, verliere ich auch noch einen von den Doppelbauern. So. Nämlich. Jetzt kommt der Turm hier rein und jetzt deckt mal den G2. Ja, kann man machen, kann man machen. Ich glaube, der irgendeine Engine hat sogar gesagt, das wäre der beste Zug gewesen. Allerdings, ich hatte irgendwo mal gelesen und ich denke auch, das wird auch stimmen. Ich glaube, bei Yusupov oder von einem seiner Leute, die so mit in seinem Umkreis sind, die so, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe es. Man hat ja immer so Leute, die mit einem zusammenschreiben. Der hat gesagt, es gab ein Kapitel, habe ich irgendwo gelesen. Ich meine, das wäre bei Yusupov gewesen. Überleg dir, ob du den Bauern wirklich mit deinem Turm decken möchtest und den Turm dann hier sozusagen unbeweglich machen möchtest. Oder ob du nicht lieber den Bauern verlieren und opfern möchtest und dafür einen agilen Turm haben möchtest. Ja, wie gesagt, er hat gesagt, überleg es dir gut und rechne es durch sozusagen. Oder er hat gesagt, glaube ich sogar, es ist immer besser. Aber ich habe natürlich nicht so viel darüber nachgedacht, sondern ich habe mich einfach ganz sofort dafür entschieden, dass ich das mache. Ja, genau, das hier wäre auch noch ein besserer Zug gewesen, laut Computer. Jetzt weiß ich aber auch nicht warum. Hat die andere Engine gesagt, habe ich heute Morgen oder so aber erst gesehen. Die andere Engine, mit der ich es zuerst analysiert habe, ich kann euch leider keine Namen nennen, hätte den Bauern gedeckt. Gut, hätte ich das Material zumindest gleich behalten. Und die Argumentation war irgendwie, dass der Turm über kurz oder lang hier mit dem König vertrieben werden kann und man behält das Material. Und danach, wenn der Turm erstmal draußen ist, dann kann man ja auch den anderen Turm wieder frei bewegen. Ja, so ganz knapp und so gesagt, ne? Ja, ich habe es anders gespielt und verliere hier den
den Turm, den Bauern. Und meine letzte Amtshandlung war sozusagen hier diese Aufgabe, indem ich den Turmtausch erzwungen habe. Im Prinzip hätte weil Schwarz das erzwingen müssen, weil dann ein besseres Endspiel war. Ich habe darüber nachgedacht, warum er es nicht gemacht hat. Ich glaube, er war der Meinung, wenn er das hier macht, dann würde sein König vielleicht ein Feld zu weit wegstehen, was aber nicht stimmt. Er wollte erst den König in eine bessere Position. Und gut, jetzt habe ich es erzwungen. Aber das war natürlich so wie weiße Fahne schwenken. So, das ist jetzt ein gewonnenes Endspiel für Schwarz. Ganz klar, Schwarz muss es können. Aber es ist gewonnen. Der Mehrbauer gewinnt eigentlich immer. Ja, und wenn der Mehrbauer nicht gewinnt, da gibt es so verschiedene Varianten, wie man das gewinnen kann. Wir haben das jetzt so gewonnen. Ich spiele es jetzt halt schnell durch, weil ich mich damit heute nicht beschäftigen möchte. Und weil wir dann auch genug Zeit verbraucht haben. Ja, da war dieses Thema mit den Reservetempis, wo ich erst dachte, vielleicht wird es ein Pattenremis. Aber dann kamen die ganzen Reservetempis noch, weil er ja die ganzen Bauern hatte. Ja, so sah dann das Matt aus. Gut. Ich glaube, mit einer Dame. Gegen eine Dame darf man aufgeben, aber gegen zwei Damen darf man nicht aufgeben. Das ist zu sehr die Chance, dass man Patt gesetzt wird. Weil ich hatte die Diskussion, dass der Gegner mir erzählt hat, als ich die zweite Dame hier geholt habe, war ich mir so sicher, dass du aufgibst. Das spielt man doch so nicht. Aber gut. Jeder kann ja spielen, wie er möchte. Und das Spiel ist immer erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Und ich spiele immer zu Ende. Mir ist das auch egal, ob ich dann so stehe. Manche Leute können ja nicht damit umgehen, matt gesetzt zu werden. Und die geben dann vorher auf. Kann man auch machen. Wie gesagt. Aber ein schönes Spiel. Und ich vermute, dass da sehr viel Potenzial drin ist, Sachen zu lernen. So, jetzt möchte ich mich verabschieden. Manny Ways hat mir geschrieben, dass er jetzt seit ein paar Minuten schon eigentlich dabei ist, ein Video, eine Partie von mir analysiert zu haben. Und das möchte ich mir gerne angucken. Okay, bis gleich. Das Video wird ja eh später hochgeladen sein erst. Tschüss.